Hallo, ich begrüße Sie erneut hier im Dukas Copy TV Studio. Mein Name ist Ben Jones und ich habe heute Rani Jaban zu Gast, um mit uns über den US-Dollar zu sprechen. Es ist uns eine Freude, Sie heute hier willkommen heißen zu können. Danke für die Einladung. Der US-Dollar macht sich im Vergleich zu einigen seiner größten Konkurrenten sehr gut. Können Sie uns einige Gründe dafür näher bringen? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Auswertungen des zweiten Quartals der USA waren wesentlich besser als die des ersten Quartals, welche vor allem auf den kalten Wetter in den Vereinigten Staaten zurückzuführen waren. Weiterhin ändert sich der Ton der EZB nun langsam, wenn es um das deflationäre Umfeld und langsame Wachstum in Europa geht. Man kann jetzt schon sehen, dass in Deutschland die Auswertungen des zweiten Quartals nicht so gut sind wie die des ersten Quartals 2014. Eine andere Sache ist, dass die Spanne bei den peripheren Bonds in Europa enger geworden ist. Der Carry Trade, welcher der wichtigste Grund für die Resilienz des Euros gegen den Dollar war, nimmt nach und nach ab. Man sieht einen höheren Kurs bei den 2- und 10-jährigen Schatzanweisungen. Welche Einflüsse hatten die aktuellen Versammlungen der US-Notenbank, bei denen es Diskussionen zur Zinserhöhung gab? Obwohl es allem in allem einen noch recht kompromissbereiten Ton gibt, ob nun von Yellen in Jackson Hole oder bei den letzten Berichten der Notenbank, sieht man doch genaue Indikatoren dafür, dass das Wachstum in den USA immer stärker wird. Der Arbeitsmarkt verbessert sich. Man kann diese friedliche Aussagen, wir halten die Zinssätze niedrig, solange es geht, und das Umfeld mit so niedrigen Raten einfach nicht weiter erhalten. Im Moment sieht man, dass die Leute ihre Erwartungen von den US-Zinssätzen überdenken. Die neuesten Berichte der Notenbank und Yellens Rede in Jackson Hole zeigen eine recht gelassene Haltung von Seiten der Funktionäre. Sie sagen, okay, wir sehen die Verbesserungen, die wir erwarten, und alles läuft nach Plan. Von daher werden wir die quantitative Lockerungen weiter reduzieren und das Tapering fortsetzen. Jetzt sprechen manche Funktionäre der Notenbank davon, dass die erste Erhöhung in der Jahresmitte 2015 stattfinden könnte. Die ganze Stimmung ist nun gelassener im Vergleich zu der sehr defensiven Haltung der Notenbank, sobald es die Erwartungen höherer Zinssätze gab. Die Zentralbank sagte, hey, beruhigt euch, noch ist es nicht so weit. Jetzt sagen einige der Beamten, welche normalerweise offensive Standpunkte vertreten, nun, der Markt ist im kurzfristigen Zeitraum nicht auf Zinserhöhungen vorbereitet, aber eigentlich sollte er es sein. Welche Faktoren werden die Entwicklung des Dollars in näherer Zukunft beeinflussen? Ist es nur die Diskussion um die Erhöhung der Zinssätze? Natürlich ist die ganze Diskussion um die Zinserhöhung ein sehr großer Einflussfaktor für den Dollar, vor allem beim Verhältnis zum Euro und den aufkommenden Märkten. Wir befinden uns gerade in einem Umfeld der wirtschaftlichen Verbesserung und es gibt Erwartungen, dass das Tapering anzieht und die Zinssätze steigen. Andererseits gibt es in Europa Diskussionen, ob man dort quantitative Lockerungen einführen sollte. Dort befindet man sich in einer Periode sehr niedriger Zinssätze. Dieser Unterschied im Konjunkturzyklus wird offensichtlich der ausschlaggebende Faktor für die Wertgewinnung des Dollars sein. Wir können es nicht anhand der wirtschaftlichen Leistungen in den USA bestimmen und ebenso wenig am Arbeitsmarkt und BIP. Das Wichtigste ist die Investition in langlebige Gebrauchsgüter und PMI.
Andere Faktoren sind natürlicherweise, wie ich vorher schon andeutete, die engeren Spannen auf den peripheren Märkten. Wir haben also kein Argument, was die Tragweite angeht. Die Leute kaufen den Euro nur, um in spanische, griechische oder portugiesische Bonds mit geringerem Risiko und hoher Tragweite zu investieren. Ich glaube, das Umfeld für den Dollar wird in den nächsten 6 Monaten weiterhin sehr positiv sein. Da bin ich mir sicher. Ranny, noch einmal vielen Dank. Gern geschehen. Danke fürs Einschalten. Hier bei Tucascope TV haben wir noch viele andere exklusive Interviews und Updates für Sie. Bleiben Sie also dran. Bis bald.